Hallo, ihr Gwirlinge! Arik und seine Gefährten haben ihre erste Schiffsschlacht gegen den Roten Rabel, Piratenkapitän seines Zeichens, halbwegs überstanden. Hier blinkt oben was. Was ist denn los? Ruinen des Tempels von Tangaloa. Ach ja, das war diese andere Ruine da auf der anderen Insel. Stimmt's? Genau, da war das richtig. Ich habe jetzt das Problem, dass das Schiff beschädigt ist und dass zwei meiner Crewmitglieder verletzt sind. Ich hoffe, das wird über die Zeit von alleine jetzt besser. Ich muss das mal beobachten. Hier ist eine Windmühle. Das ist vermutlich ein Handelsposten. Da will ich mal hin, weil ich hier was einkaufen muss. Munition, Reparaturvorräte und wer weiß was noch. Ach so, und wie ist es eigentlich um die Nahrung bestellt? Tarleib. Oh. Da muss ich was anderes mal draufpacken. Komm mal her hier. Mach da mal. Wie viel habe ich? 6. Es schrumpft die Motivation um 10 Punkte. Ja, komm, egal. 10 Tage lang gibt es dann das. Hallo? Annehmen? Wieso habe ich jetzt die Flagge am Finger? Hä? Wenn ich hier 60 auswähle, annehmen klicke, dann habe ich die Flagge am Finger. Kann diese scheiß Flagge mal weggehen? Die nervt mich gerade. Kann ich die wegschmeißen? Gibt's doch wohl gar nicht. 60. Aha, hier geht's plötzlich. So. Also das ist dann als nächstes dran. Und dann hätte ich hier noch Reiswein. Ich werde das baldmöglichst durch was anderes austauschen, aber im Moment ist es, wie es ist. So ein bisschen Schonkost ist ja auch gut für die Gesundung. Okay, also, neue Insel, die ist ein bisschen größer. Hier gibt es ein paar Sachen zu tun. Bestimmt gibt es ja auch irgendwas, wo ich richtig kämpfen muss. Erstmal geht es aber an einsetzender Morgendämmerung. Du bist ein Händler. Was machst denn du? Du fährst aber haarscharf an mir vorbei, mein Lieber. Hier zum Handelsstützpunkt. Da gibt es nur Schiffsfeedback und Bier. Ich fasse es nicht. Aber ich kann hier was verkaufen. Ich suche mal gerade Kram zusammen. So. Das ist im Wesentlichen die Beute vom Roten Rabel, aber auch ein bisschen anderer Kram von der guten Myriel oder wie sie hieß. 750 bekomme ich dafür. Da kann ich im Gegenzug ein bisschen Bier einkaufen. 31 Krüge. Handeln. Immer noch 400 gut gemacht. Jo. Und dann habe ich hier oben mindestens zwei Dinge. Ich kann leider... Also hier oben wird es weniger, das ist gut. Ich bin aber nicht sicher, ob das mit der Medizin funktioniert. Macht ihr irgendwas hier? Da steht jetzt irgendwie Heilung plus 20%. Bei ihr steht das nicht, weil sie die Behandlung durchführt, meiner Ansicht nach. Mal gucken, das muss ich ein bisschen beobachten, ob das funktioniert. Hier verschwinden die Reparaturvorräte. Hier gibt's frisches Obst. Hier gibt's in einem alten Lager. Reparaturvorräte, sehr gut. Ach, leider 14. Genauso viele, wie ich noch Platz hatte. Naja. Beschwer mich nicht. Jetzt gehe ich nochmal an Deck. Wie sieht's bei dir aus? Da steht immer noch seit 4 Tagen verletzt bis 20%. Hoffentlich wird das mal irgendwie besser. Hier ist eine Grabstätte. Valianische Siedler brachten ihre Begräbnistradition mit ins Todesfeuer. Dazu gehörten auch geordnete Friedhöfe wie dieser. Geht mal dahin. Ein Grab ragt vor dir aus der Erde empor. Seine steinerne Außenfläche ist fein bearbeitet und mit Reliefs von Tangaloa und Ngati dekoriert. Wahrscheinlich beherbergt es die sterblichen Überreste von einer für einen lokalen Huala-Stamm sehr wichtigen Person. Such mal das Gebiet ab. Einen Zauberstab gefunden. Seltsamer Anhänger, der mit einem gedämpften Licht, inneren Licht leuchtet. Du nimmst den Anhänger auf. Er fühlt sich seltsam warm an, als wäre er kürzlich erst getragen worden. Drachenanhänger. Was ist denn das? Drachenanhänger gefunden.
gibt Flammenatem, gibt Ruf der Klammer. Ruf der Klammer. Ruft Lindwürmer und einen Drachen zu deiner Hilfe herbei. Lässt sie im Kampf. Wow, das ist ja heftig. Aber auch nur für 25 Sekunden, oder was? Drei Lindwürmer, ein kleiner. Ach so, drei von Wüstenlindwurm, kleiner Jungdrache oder Lindwurm. Mhm. Okay. Flammenatem. Das ist quasi Flammenfächer. Aha. Nehme ich, ja. Weiter. Lager. Und beenden. Jetzt mal kurz ins Inventar geschaut. Dieser Anhänger interessiert mich. Es ist sogar ein einzigartiger Anhänger. Wow. Wow, 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 wow. Schön. Da findet man also einen. Sehr gut. Dann hätte ich gerne, dass jemand den anlegt. Da der den Flammenfächer gibt, sollte das eigentlich jemand sein, der vorn steht. Ja, der hat das Gesundheitsamulett. Hm. Tja, gute Frage. Ich pack's erstmal dringend um den Hals, das ist aber nicht optimal. So, wie geht's hier voran? Es sind weniger Medizinvorräte geworden. Das heißt, hier passiert was. Seit 3 Tagen verletzt. Also die Zahl wird kleiner. Ihre nicht, aber seine. Es kann sein, dass ich wirklich 3 Tage hier verbringen muss. Dann wird er wieder heile. Und dann kann ich ihre beiden Positionen austauschen, damit er sie behandelt. Und dann wird sie auch irgendwie wieder fit im Laufe der Zeit. Das scheint also zu funktionieren. Ein bisschen was habe ich auch noch zu tun hier. Irgendwas wird hier noch sein. Die Insel ist ziemlich groß. Eine Turmruine. Aha. Und da oben gehe ich erstmal hin. Da gibt es nur schnödes Wasser. Jo, 29 Mal. So, dann Turmruine. Komm mal her. Dieser Teil einer eingestürzten Festung steht immer noch wie ein Mahnmal an den Untergang und lockt Plünderer an. Zum Beispiel mich. Du stößt auf eine Turmruine, die aus der Spitze eines Hügels ragt. Die Struktur aus Holz und Stein ist von öligem Ruß bedeckt und um den Fuß des Turms liegt Mauerwerk in einem weiten Fächer verstreut. Es scheint, als sei eine Explosion für seinen Zustand verantwortlich. So, suchen. Noch einen seltsamen Anhänger. Was? Das ist ja ein seltsames Anhänger, oder seltsame Anhänger-Eiland, oder was ist das? Inventar. Nee, ich habe hier nichts. Ich habe auch keine Nachricht bekommen, dass ich was gefunden hätte. Kann es sein, dass ich hier auch den Anhänger hätte finden können? Diesen warmen? Ich wüsste sonst gerade nicht, wer den haben sollte. Jo, ich glaube, das war gerade gar nichts. Ein Schuss in den Ofen. Gut, dann zurück. Ich habe ja doch keine größere Siedlung oder keine größere Ruine zum Erkunden. Schade. Was sagt denn das Schiff jetzt? Das Schiff sagt, hallo Kapitän, sagt das Schiff. Der ist immer noch. 2 Tage braucht er noch. Und der Zustand ist... Ziehe auf hier noch 2 Punkte, ja. Okay. Ich muss jetzt sehen, dass ich 2 Tage lang nicht aufgegriffen werde von irgendwem. Wo will ich denn überhaupt hin? Ich würde ganz gern weiter in Richtung Fort Todeslicht segeln. Und ich mache hier mal einen Schlenker an der Westküste lang von dieser Insel, die doch recht groß ist, aber trotzdem nichts beherbergt. Das ist die zweitgrößte Insel bisher. Also hier außen rum und dann da so hin langsam. Und dann hoffe ich, dass da 2 Tage vergangen sind. Vorher einmal speichern. Oder kann ich vielleicht die Zeit hier verbringen und rasten? Hier. Nehmen wir es mal weg. Warten. Warte einfach mal 36 Stunden.
Warten. Warten. Warte doch einfach mal, Mensch. Da wird hier weiter behandelt. Aha, jetzt bist du nämlich... So, jetzt kommst du dahin und du dahin. Jetzt wirst du behandelt. Ihre Zahl ist auch schon ein bisschen gesunken. Wahrscheinlich sinkt das auch mit der Zeit von alleine. Aber jetzt ist hier ja der Doktor wieder im Dienst. Jo. Und jetzt. Auf. Ich würde ganz gern mal in Richtung Todeslicht segeln. Ah, die Richtung stimmt halbwegs. Ich würde ganz gern allen möglichen Schiffskämpfen aus dem Weg gehen im Moment. Auch dir da hinten, du Sack! Da kam gerade schon wieder einer. Und er hatte ein deutlich größeres Schiff als ich. Was wissen wir für einer? Nee, komm. Komm. Segel einfach weg. Sag ich doch. Aber was ich ja noch werde putzen müssen auf dieser See. Oh, der ist ja wie eine Schmeißfliege. Mürrischer alter Vorwind. Dein Gesicht merke ich mir. Galaweinsegen. Was der für ein Ding hier hat, das kann ich ja völlig vergessen. Er hat bestimmt 100 Kanonen. Und ich habe noch 36 Schuss. Das wird vermutlich nicht funktionieren. Oder? Rückzug. Ach, fehlstark. Was soll denn das? Er ist dran. Er stoppt. Ich will weg von ihm. Was machst du? Er segelt hinterher. Er scheint schneller zu sein, erstaunlicherweise. Obwohl er den Wind hat. Mal sehen, was passiert, wenn ich aus so einem Kampf flüchte. Weiter weg. So, jetzt bitte Wind zu meinen Gunsten. Nein, natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. So, komm weiter. Aha, man kann also auch flüchten, das funktioniert. So, da ist vor Todeslicht. Hier ist ein Schiffswrack. Das würde ich mir vorher noch angucken. Oh, hier kommt so der nächste Sack. Ist es denn wahr, was ihr alles für Protzschiffe habt? Wobei, der ist jetzt nicht viel besser als ich. Der wetterfeste Cormeo. Die Wirbelwind. Dau. Toll. So, was mache ich denn jetzt? Okay, du willst es. Du kriegst es. So, ich muss erstmal berichten. Ah, du bist gesund, das ist gut. Dann gehst du nämlich als Kanonier dahin und du dahin. Moment mal kurz gucken. Du bist jetzt Kanonier. Du bist Kanonier, jawohl. So ist das. Ich glaube, dich brauche ich gar nicht. Oder? Ah, bleib mal da. Chirurg, Matrose. Navigator brauche ich doch gar nicht im Moment. Geh du mal dahin. So. Weiter. Was macht der? Er dreht sich irgendwie. Er zeigt mir seine schöne Seite. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich habe eine Kanone, die 500 Meter weit schießen kann. Und die ist auf der linken Seite. Also. So umdrehen. Eine 70%ige Wahrscheinlichkeit habe ich schon. Na, feuer mal. Moment mal. Der hat auf seiner rechten Seite zwei Kanonen, auf der linken eine.
Ah, das ist war der Willkommensgruß aus dem Dürrwald. Jetzt würde ich eine Halse machen. Er feuert. Nein, aber warum? Das ist zu wenig. Position halten. Ach so, das ist ja jetzt wegen Scheiße. Da stimmt die Reichweite nicht. Habe ich nicht dran gedacht. Näher ran. So, weiter. Näher ran. So. Ich mache hier gar nichts. Er auch nicht. Er schießt. Und trifft. Super. Ganz klasse. Links rum. Stabilisieren. Er dreht sich. Feuern. Feuer. So, jetzt bin ich dran. Halse. Er halst auch. Halten. Feuer. Er macht einen Bericht. Aha. Matrose nach Matrose, Chirurg nach Kanonier. Er feuert. 5 Schaden. So, ich sollte auch mal einen Bericht machen. Und zwar geht ihr beide mal ans Rumpf reparieren. Weiter. Halsen. Er halst auch. So, jetzt halten und hoffen, dass der Wind zu meiner Gunsten wechselt. Jawohl, das tut er. Und Feuer, 100%. Ah ja. Der hat halt mehr Wumms in seiner Minus 10 reparieren. In seiner Galeone. Ich würde jetzt halsen. Er macht Stopp. Ich ebenfalls. Er schießt. Blindlich. Er ist dran. Dreht sich. Feuer. Ich muss eigentlich wieder einen Bericht machen, leider. Ein Schaden, aber immerhin ein Kanonier. Er halst. Bericht. So, du bist verletzt, du musst dahin. Und ihr beiden könnt da mal was tun. Bericht weiter. Er macht auch einen Bericht, jawohl. Ich mache eine Halse. Er feuert. Position halten. Er halst. Ich schieß mal. Treffer an Rumpf. Er halst wieder.
So, du kannst wieder dahin. Jo, fertig. Ich bin dran. Ich habe noch einmal die Kanone, die kleine zum Schießen. Mach das mal. Oder warte mal kurz. Er hat die Position. Weil ich glaube, er... also ich kann jetzt mit beiden Kanonen feuern. Das ist besser. Also dafür, dass mein Schiff irgendwie deinem unterlegen ist, mache ich dir ziemlich zu schaffen, mein wetterfester Cormio. Aber ja, mir auch. Aua. So, ich muss jetzt dringend einen Bericht machen. Euch dahin versetzen. Weiter. Er dreht sich. Oh, der schießt gleich. Nee, er stabilisiert erst. Dann stabilisiere ich auch. Er dreht sich wieder, warum auch immer. Feuern aus allen Rohren. Er schießt. Daneben. So, jetzt kommt meine Halse. Und stabilisieren. Und bumm. Jawohl, Feuer. Und bitte ein guter Treffer. Ja. Mit ein bisschen Glück kann ich den sogar noch kriegen, den Sack. Er macht ein bisschen Rochade auf dem Deck. Ich mache die nächste Halse. Er hält. Ich muss auch halten. Er feuert. Aber er kann nur eine, also eine Kanone abfeuern und auch eine kleine. Und trifft lediglich die Segel. Alles halb so wild. Mit ein bisschen Glück kriegt Ondra Besuch. Und zwar auf dem Meeresgrund. Ah ja, immerhin. Er hat einen weiteren verletzten Kanonier. So. Ich bleibe meiner Taktik treu. Halsen. Er bleibt stehen. Feuert. Schaden. Halten. Der kann auch nicht so gut manövrieren, glaube ich. Der braucht immer irgendwie volle Segel. Also irgendwie... Also er macht immer volle Segel, aber das nützt auch irgendwie gar nichts bei ihm. Komisch. Ich feuere meine eine. Wenn ich jetzt gut treffe, die Chance 100%, 6, das sollte eigentlich... Also es muss nicht, aber es kann. Wetterfester Cormio, zieh dir mal einen Ostfriesen-Nerz über. Es wird nämlich feucht, und zwar von unten. Die Wirbelwind. K.O. So, Moral erlangt 8. Alt-Engrim erlitt gebrochene Knochen. Der Arme kriegt immer die Knochen gebrochen. Die Mannschaft hat dick Erfahrung gewonnen. Und, zwei Seemannserfahrung erhalten. Hm. Arik hat einen Rang erhalten. Beodul hat eine Stufe erhalten. Rumtrottel ebenfalls. Zytopek, Altenkel. Also alle haben. Nee, Klein Leuka hat keine, aber egal. So, das ist das, was ich hier machen kann. Dann habe ich hier Triumph des Wetterfesten Cormio. Ich brauche ein bisschen eigenes Geld auch. Ich muss ja nämlich mächtig investieren gleich. Also ich finde den üblichen Ramsch. Ich werde diesmal das nicht mit der Mannschaft teilen. Alles nehmen. Und jetzt wollte ich mir eigentlich dieses Schiffswrack mal angucken.
Ich habe noch einen Eisendonnerer gefunden, jawohl. Tarleib. Palmstein. Palmstein. So, jetzt musst du dringend dahin und dich behandeln lassen. Wo ist denn? Ach, du bist jetzt da. Du kommst jetzt dahin. So, und jetzt würde ich eigentlich mit dieser halb kaputten und nicht mehr reparaturfähigen, weil es an Vorräten fehlt, Dao namens die Defiant nach vor Todeslicht segeln. Aber liebe Gewehrlinge, das probiere ich erst am Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin!